Willkommen zurück zu Monster Hunter Port Table 3rd. Auf der Jagd nach drei Yagyas. Ja, machen wir uns auf den Weg. Yagya Extermination. Vernichtung. Oh, wieder im Dunkeln. Karte sollte reichen. Ich meine, für drei Yagyas, ne, die wahrscheinlich wieder über alle Gebiete verteilt sind. Schauen wir mal gerade meiner 2 erstmal vorbei. Ja, guck mal, da haben wir schon mal einen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt in diesem Part kommen. Müssten wir Queststufe 2 eigentlich so gut wie fertig machen. Schätze ich mal. Oh, ich habe die Taste nicht mal gedrückt. Alter, meine Katze hat mich gehauen. So, die carven wir erstmal. Sogar zweimal, ne? Und dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier in der 6 noch welche haben. Einen haben wir nur. So, das müsste ausreichen. Jawohl. Gleich erstmal mitnehmen. Aua. So, und dann geht's mal weiter in die 8. Und dann zur 9 und in der 9 ist wahrscheinlich der letzte. Ich könnte jetzt hier auch ärzten, aber wir farmen kann ich auch offline. Beziehungsweise offscreen, nicht offline. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, hier haben wir die letzten. Also war ich ja einer. Oh, hätte er getroffen, wäre die Quest erfüllt gewesen. Gibt's nicht. Ah, okay. Oh, meine Katze hat den anderen geslappt. Dann nehmen wir die noch aus. Dann ist die Quest schon vorbei. War ja relativ kurz. Hört ihr auf, mich zu hauen? Ey, guck mal, meine Katzen machen die richtig fertig. Guckt euch das an, wie sie ihn kaputt machen. Los, rauf da. Desmond. Oh, voll den Arsch. Komm schon, ihr schafft das. Boah, die hat richtig Anlauf genommen. Desmond, hilfst du mal mit? Oh, jetzt wollen sie nicht mehr. Was zur Hölle? Desmond ist ein bisschen faul, ne? Schon gesammelt. Für die kurze Zeit haben die eigentlich relativ gut und viel Items gesammelt. Ging ja echt eigentlich. So. Wir machen gleich ohne zu zögern weiter. Und töten 10 Yagis. Bring peace to the sandy plains. Frieden auf der Sandebene, okay. Und Frieden bringen wir also, indem wir 10 Yagis töten. Dadurch erreichen wir den Weltfrieden. Alles klar. Dann tun wir das mal. In der Hoffnung, dass sie nicht allzu verstreut sind. Alter, meine Katze geht. Haut dem Yagi voll, dann ist in die Fresse und fliegt richtig weg von der Katze geschlachtet. Ja, hochaggressiv, diese Tiere. Oh nein, Rhinoplos. Aber auch zwei Yagis, von daher
Der müsste tot sein und die müsste jetzt auch tot sein. Ja. Yep. Weil Tina wieder mega aggressiv drauf ist und dem ja voll in den Rein klatscht. Alter, geht bloß weg, ihr hässlichen Viecher. Oh, er ist gegen die Wand gerannt und hat sich selber betäubt. So, hier haben wir auch ein paar Yaggies. So, tot. So, den töten wir jetzt auch. Tschüss, 5 Monster sind übrig. Ja, 4 Monster sind übrig. Die zählen leider nicht. Den werde ich nicht mehr schaffen auszunehmen, weil der ewig verschwindet. Und die restlichen 4 sind bestimmt jetzt in Gebiet 9, habe ich recht? Jawohl. Na, der hat einen Zwinger reingekriegt. Der Typ hier, der verarscht mich gerade von vorne bis hinten. Die trauen sich nicht näher ran. Aber doch, wer der da? Super Pound und dead. Kam mir fast schon so vor, als würde die Quest schneller gehen als die andere. Der eine hat sich in Luft aufgelöst. Aber die anderen konnten wir noch carven. Dann sammeln wir einfach mal da hinten noch ein bisschen Kakteen. Einfach nur so. Ja, Feuerkraut haben wir ja auch gerade. Warum wackeln die Blumen eigentlich so? Bisschen kalt? Was macht die Blume da? Keine Ahnung, was die macht, aber ja, das ist ja ein geiles Endbild. Ich kann die Kamera nicht mehr drehen, von daher. Tja. Also Yagi-Sachen. Mittlerweile haben wir doch schon ganz schön viel Geld, wa? Oder habe ich mich gerade verguckt? Nee, geht eigentlich. Dann machen wir mal zur Box kaufen. Und dann holen wir uns mal Kombobuch 1 und Kombobuch 2. Und dann kaufen wir uns mal hier diese Infos. Ja, das hätten wir getan. Und dadurch haben wir jetzt auch schon wieder ganz schön viel Geld verloren, aber es ist wichtig, dass wir das haben. So, dann nehmen wir mal hier wieder alles aus. Mittlerweile muss man ja auch sagen, fühlt sich die Box ja auch schon ganz schön. Hi. Hi. 5 Sacktoff-Öle. Kriegen wir auch hin. Was? Die Haare vom Hund? Was zur Hölle? What? Verstehe ich nicht. Den Farbball nehmen wir uns immer gerne mit. 27 Stück. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen hier. Wir können ja jeden zweimal carven, von daher haben wir ja eigentlich eine hohe Chance. Schauen wir mal. Was haben wir hier eigentlich für ein Hauptmonster? Ein Pultro mal wieder.
Jetzt gibt er mir jetzt nochmal Sack drauf Haut. Ich brauch den Skin Oil. Wir updancen das. Nö. So, gib mir Öl. Jetzt kriege ich nur Haut, ne? Alter. Das ist ein... Ah, das war wieder klar. Das Spiel verarscht mich schon wieder von... Oh ne, Boldrum ist hier. Na, was ist los? Geh mal weg. Der kann mir gerade so gestohlen bleiben. Wir wollen nur was von denen hier. So. Nein, gib mir Öl. Alter, ich habe jetzt alles von denen bekommen, was die haben, außer das Öl. Gebt mir euer Öl. Aber sofort. Was gibt's denn jetzt, die mir das Öl nicht geben wollen? Was zur Hölle? Rohes Fleisch. Das ist doch nicht normal. Also irgendwie fühlt sich das an wie so eine Verschwörung. What the fuck? Nach 8Ks nicht einmal Öl. Also irgendwie sehr unwahrscheinlich eigentlich. Aber gut, was soll ich machen? So, dann schauen wir mal, dass wir hier jetzt Öl kriegen. Bitte. Ja gut, einmal immerhin schon mal. Zweimal. Ach, hier sind die Öllieferanten. Okay, zumindest der eine war. Der ist der Fleischmann. Und der da hinten, der ist gerade mit der Katzen neben bearbeiten. So. Aber sieht schon schön aus, finde ich, der Fünfwald, wenn jetzt hier mal, sag ich mal, die Gebiete, die vorher Wassergebiete waren, keine Wassergebiete mehr sind, sondern Landgebiete, weil 5, 6, 3 waren ja komplette Wassergebiete und 8 war ja Hälfte, Hälfte. Das ist jetzt alles Land. Und das ist viel, viel schöner. Oh, hi. Wasserkämpfe sind nämlich kacke. Also ich mochte die nicht. So. Oh, er hat es mir gerade richtig gegeben. Und zweimal Haut brauche ich noch. Also wäre mal ganz schön, wenn du mir Haut geben könntest. Oh nein, ich habe Haut gesagt. Ich meinte Öl. Ich meinte Öl. Es tut mir leid. Scheiße, weil ich Haut gesagt habe. Soweit mag ich aber auch überhaupt nicht, ey, wenn ich dann so, keine Ahnung, so gezwungenermaßen irgendwie was sammeln muss, dann kriege ich es einfach nicht, obwohl es eigentlich mega einfach zu bekommen ist. Wenn du mir jetzt einmal Öl gibst, ist die Quest geschafft, also komm schon. Tu es. Sei nett. Alter. Okay, immerhin eins.
Jetzt brauche ich also nur noch einen Slugtop finden und dann haben wir es eigentlich im Grunde geschafft, denke ich mal. Ja, haben wir auch zwei Stück. So. Du bist so nett und gibst mir Öl, ne? Ah, mein Lieber. Komm, gib her. Jawohl. Ich nehme trotzdem noch ein zweites Mal aus. Ah, jetzt kriegen wir es natürlich wieder hergeschmissen. Aua. Dann geben wir das mal ab. Und machen dann die nächste Quest. Ich würde ja sagen, fürs nächste Mal farme ich mir eine Rüstung zusammen, weil da wir ja noch kein Monster gemacht haben. Außer den Azuros. Noch nicht. Von daher. Das mache ich erst, sobald wir auch die Monster dann so gemacht haben, weil ich möchte ja jetzt nicht so unbedingt Monster farmen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Das wäre kacke. Und übrigens, der Bulldrom, der zählt nicht, der hat keinen. Den haben wir zwar schon gesehen, aber nicht in seiner eigenen Quest und zudem hat er sowieso keine Rüstung. Von daher zählt er nicht. Ja, ja, so ist das halt nun mal. Scheiß. Ich möchte endlich richtige Monster jagen. Nur die ganze Lappenkacke muss auch erledigt werden. Und das Ding ist halt, wenn man Monster ja gejagt hat, dann soll man diese Sammelquests machen und diese kleinen Monster, dann fehlt einem dann doch die Lust dazu. Deshalb mache ich die jetzt auch die anderen Sachen ja zuerst. 10 Vroggis töten. Ja, diese Gift-Yaggis also. Ein giftiger Vroggi. Über 10 Stück davon, ey. Was tun die uns hier an, ey? Das ist ja nicht zu glauben zum Teil. Steht er noch wieder auf, ey. So, Tina kümmert sich schon um den da hinten. Vroggy Reißzahn. Ja, Tina hat ihn schon ausgenockt. Aber nicht mich hauen. Er wollte auf mich zu hauen. Wenn die Katzen einen dann hauen, ne? Das ist natürlich das Geilste. So, 2 Stück haben wir tot. Müssen wir mal gucken, wo die nächsten noch sind. Weil wo genau die jetzt halt gespawnt werden, weiß ich gar nicht. Aber ich denke mal, in der 4 sind welche, in der 7 sind welche. In der 10 sind definitiv welche. Machst du gar nicht so gemütlich da? Ja, der Superpawn ist echt stark. Oh nein, das mit rastet aus. Und Tina ist vergiftet und liegt auf dem Boden. Oh, 5 Monster übrig. Geht ja eigentlich doch relativ gut. Naja, dauert doch gar nicht mal so lange eigentlich. Hier sind nochmal 2 Stück. Alter, der greift den Slugtorf an.
Vielleicht gerade ins Slugdorf gerammt. So. Mach ja keinen Aufstand, ich hab dich gerade gerettet. Sehr froh, dass ich diesen Holzklotz nicht auch ins Gesicht schlage. Hier müssen die nächsten sein. Ne, dann erst in der 10. Die 403, ne? Ja. Die müssten aber jetzt eigentlich alle in der 10 sein. Und ich hab mega gefailt, what the fuck? Ich habe eigentlich echt gedacht, die sind hier. Wo sind die dann? What the fuck? In der 8 sind keine. Sind die doch hier in der 6? Hui. Hier? Nö. Wo zur Hölle? Ist die hier eine 5? Hier ist sicher auch nur 2. Ah! Eine geile Scheiße wieder mit den Fungus. Braucht danach aber noch einen. So, jetzt einer fehlt noch. Au. Jetzt mal mal gucken. Hier vielleicht respawned. Oh, hier ist ein Azuros. Von dem möchte ich aber nichts. Ich möchte von dem Vroggy was. Na, hier haben wir nur 3. Na, ja, brauchen wir eben rein. So. Und da sind wir mal fertig. Mit. Zack. Komm mal hier, hier. Mein Kollege. Ah! So. Boah, der letzte Megawurm macht immer richtig viel Schaden. Das ist mega geil. Ah, der will auch auf die Schnauze. Kannst du haben, mein Digga. So. Ich meine, von den, was die Quests angeht, sind nur noch 2 Lappenquests in der Queststufe offen. Gucken wir mal, ob wir die noch in dem Part schaffen. Wäre ganz cool eigentlich. Ja. Stolzieren. Gucken, was wir zu tun haben. Mal ganz viel Vorgematerial nehmen. Oder hat ein alter Ortkiefer gesammelt. Der Desmond. Sehr gut. Ich leere mal die Box aus. Also unser Beutel. Weil wir jetzt ja schon wieder so viel Sachen gesammelt haben hier. So. Und ich schau mal gerade, was wir noch zu tun haben. Ultrum, Großyagi, 5 Kristallknochen, Azuros, 5 Lurot. Ja, dann töten wir mal die 5 Lurots.
und die Kristallknochen machen wir auch noch in der Quest, in dem Part hier 100 Pro. Dann können wir uns im nächsten Part aufs Jagen konzentrieren. Die Lootrods kennt man ja auch aus Try. Wer hat den Königs-Lootrod gibt es hier auch. In dem Schwamm. So. Haben wir schon den ersten getötet. Der zweite kommt auch. Guck mal, der zweite ist auch schon auf die Fresse. Kein Samen. So. 2 von 5 schon tot. Geht er relativ schnell. Hydrohaut. Ein unreifer Schwamm wäre auch geil. Na, Monsterknochen S. Ein unreifer Schwamm, wie gesagt, wäre sehr nett. Das würde ich wirklich zu schätzen wissen. So, hier müssten aber hier sein, wa? Einer. Ne, 2. Oh, der Jump mir voll Liebe ins Gesicht. Oh, der andere auch. Weil sie mich so lieb haben. So, tot. Und dich töten wir jetzt auch. So. Das wäre erledigt. Und nehmen wir gleich mal das nächste Gebiet hier. In Gebiet 6 müssten ja den. Noch einer sein, oder 3 Stück oder so sind bestimmt noch da. Imager Sponge, genau, den möchte ich gerne haben. Der unreife Schwamm. Und der sieht irgendwie echt vereist aus. Ja. Und mit dem hier erfüllen wir unsere Quests dann gleich. Und zack, Objective cleared. Kleine Monster töten ist halt, wie gesagt, kennen wir ja, ne? Gehört nun mal zum Monster Hunter dazu. Weil auch kleine Monster sind Monster, die gehuntet werden müssen. Was legst du dich da so faul hin? Er checkt gar nichts hier. Hallo, Slugdorf. 3, 4, 5 und boom! In die Fräse. Der Monster im Gebiet hier ausgerottet. Oh, und ich habe noch einen Monster noch reinbekommen. Der Part geht noch 1 Minute, aber das ist mir gerade voll egal. Wir machen die andere Quest trotzdem noch in dem Part. Die möchte ich nämlich nicht mehr in den nächsten mit einnehmen. Von daher machen wir das jetzt noch. Der Part ist noch nicht vorbei, die Quest ist also noch nicht gestartet, von daher geht es noch. Sage ich jetzt einfach mal so. Außerdem möchte ich das gerne noch hier geschafft haben. Ancients, antike Kristallknochen. Ja, meine eigenen Spitzhacken werden so ausreichen. Gucken, wie schnell das geht. In der 6 müsste ich ja eigentlich relativ viele kriegen. Also nehmen wir mal die Abkürzung hier. Und gehen dann gleich mal direkt zu 6. Weil die 6 ist nämlich eine Höhle.
Hier sind eigentlich besonders viele Erze. Im Normalfall. Ist hier, wo ist die Erze da? Ich war normalerweise eine. Ah ne, hier. Oh nein. Hau bloß ab. Zwei haben wir schon. Drei. Aua. Ich glaube, wir haben die Quest schon erfüllt. Definitiv. Und du gibst ja wieder mal ein Steak wieder. Ihr blöden Viecher. Hast du die tote Katze? Ja. Du lebst noch, oder? Ah ne, beide tot. Ah, Secret Stash, ein geheimer Beutel. Sorry, scheißegal hier. Na komm, gib mir noch einen Shiny drauf und dann gehen wir die Quest da. Dann ist der Part vorbei. Oh, er gibt mir gar nichts. Er, die Katze. Ja, wieder heißt es für uns nur noch zurückgehen, Quest abgeben. Ja doch, eigentlich relativ schnell. Wobei, hier sammeln wir noch kurz Käfer. Genau, wegen Carpenter Bugs. Oh ja. War eine gute Idee. Drei Stück bekommen. Das war eine gute Idee, hier nochmal kurz einen Zwischenstopp zu machen. Ja, und dann ist der Part vorbei. Und im nächsten Part können wir dann, wie gesagt, uns mal ein paar Monster vorknöpfen. In einer zweiten Queststufe. Ja, wie in der dritten Queststufe wird halt, glaube ich, noch ein bisschen Sammelzeug kommen. In der vierten weiß ich gar nicht, wie viel das sein wird. Ich habe gar nicht so viel. Und Queststufe 5 ist definitiv nur Monster jagen, glaube ich, soweit ich weiß. Also 4 und 5 sollte eigentlich im Grunde fast nur Monster jagen sein. Und ja, im Gebiet, in Queststufe 3 werden wir aber definitiv noch ein bisschen sammeln müssen. Ich dachte, da müssen wir auch Fliegen töten und so und oh mein Gott. Aber egal, dass das, ja, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist. So. Wir lernen die Taschen. Der Part ist ja schon wieder überzogen worden. So. Und dann geht's im nächsten Part an die Monster ran. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Monster Party with Third. Ich hoffe, es hat euch diesmal wieder gefallen und ihr schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.